weil das wäre. Fee, was los? Assi. Minecraft ist wieder abgestürzt, weil ich ja angeblich zu wenig Arbeitsspeicher habe mit 8 GB Arbeitsspeichern auf meinem PC. Und das erst so weit ist, also erst passiert, seit wir Dings gemacht haben. Abgedatet haben gerade. Ja, aber denk mal, ich meine, das ist mittlerweile die 1.72, da steckt so viel Anspruch hinter. Da steckt gar nichts! Doch, du hast buntes Glas. Das habe ich noch nicht gesehen. Und dahinter eine Fackel hinstellen, hast du sogar buntes, leuchtendes Glas. Yes. Wow. So, oh Gott, da wir jetzt alle wieder zusammen sind, dann kann ich ja mal die Fragen von Pixelkuchen vorlesen. Ja, der Was, ein Pixelkuchen? Schon. Ich will auch einen Pixelkuchen. Die ganze Zeit, weißt du, labern wir davon. Der wartet einfach, dass wir diese Frage jetzt beantworten. Und Pixelkuchen, es tut mir leid. Ne? Lauf habe ich jetzt leider vorbei. Vielleicht nächste Woche. Tschüss. Ja, war schön, toll, dass du da warst. Okay, okay, dann war ich da. Das war so okay. Also, Pixelkuchen fragt. Jetzt hört auf zu lachen, ihr Spacken. Oh, Pixelkuchen. Mm. Donuts. Mit Regenbogen. Nom, nom, nom. Kuchen. Geht in die Küche und dann esst Kuchen, aber haltet den Mund. Okay. Euch. Tschö. Was so ist euer Lieblingsspiel und warum genau das? Minecraft 1.7.2, definitiv. Weil buntes Glas. Weil sich Fee immer so schön aufregt. Was unser Lieblingsspiel ist. Oh Mann. Ja, die erste Frage ist, was unser, euer, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich einzeln, das Lieblingsspiel ist und warum genau. Okay, dann mache ich mal weiter. Mass Effect. Weil es kein Spiel gibt, bei dem ich jemals weinen musste und es kein Spiel gibt, also außer Mass Effect natürlich, und es kein Spiel gibt, das mich so an die Charaktere gefesselt hat und wo ich hinterher dachte, so, ich hatte echt das Gefühl, so, die sind meine Freunde und wenn die wegsterben, tut mir das weh und leid. Ja. Oh, ja. Okay. Was? Wo? Und du bist Shepard! Shepard! Ja. Hallo! Wir wollen jetzt noch Häuser in die Berge rein. Also für alle, die das Shepard, noch nicht gespielt haben, schon kauft geil, euch ja. Das. Kauft euch das Spiel, es lohnt sich. Auch wenn das Ende scheiße ist. Aber deshalb könnt ihr nicht die ersten beiden Spiele oder die 2,5 Spiele danach bewerten. Okay. Jawohl. Okay. Mich macht weiter, was ist dein Lieblingsspiel? The Last of Us. Weil es mich einfach bei richtig... Zombies. Ja, weil Zombies und weil es einfach richtig geil war. So, ich hatte das kaum, dass ich bei irgendeinem Spiel so mitgeführt habe, als bei dem. Ja, das soll echt heftig gewesen sein. Also das war auch echt krass. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das zu spielen, der dann natürlich das Alter hat. Alle anderen warten bitte noch, bis er alt ist. Ja, das Alter hat, ist geil. Ja, muss man ja, sagen. Du musst dich absichern heutzutage. Und wieder ist Minecraft abgeschissen. Das heißt das doch, wie ist die fuck gesagt, wir dürfen das spielen. Ja, genau. Wir sind aber erst 10 Jahre alt. Ich komm mal hier rein, verdammt. Ja, Lieblingsspiel. Ich habe momentan so viele Spiele, die ich am Spielen. Ich spiele momentan auf meiner PlayStation 3 Remember Me, Diabolo und hier auf dem PC. Remember Me. Remember Me, ja. Ich habe das kostenlos, da ich PlayStation Plus Mitglied bin, bekommen und das ist schon extrem cool. Ne? Ja. Reden wir eigentlich das über aktuelle Spiele oder nur über generell Lieblingsspiele gerade? Generelle Lieblingsspiele. Okay. So aktuell ist Diabolo ja auch nicht mehr. Ja, und Borderlands 2. Einfach nur. Für Borderlands schon ziemlich lange. Ich habe hier auch noch diese zwei Special-Boxen rumstehen, einfach weil es. Weil die geil sind, weil die geil sind. Ja! Yeah. Ja, meine zwei Beutekisten. Yay! So, da war noch nicht. Wer will? Oh Gott, ich bin da. Okay. What the fuck? Ja, Raza. Ich denke die ganze Zeit immer nach, was wirklich mein Lieblingsspiel ist. Ich habe einige geile Spiele schon damals gespielt. Ich glaube, ich kann mich nicht auf eins festlegen. Ich würde gerade 2 oder 3 sagen wollen, ja, wenn ich darf. Ich habe auch mehrere. 2 oder 3 Lieblingsspiele. Und zwar zu einem Maniac-Menschen. Oh, dann jetzt, yay! Dann schon sehr alt. Ja. Aber einfach nur göttlich. Ich weiß, das ist für die neue und für die junge Generation gar nichts mehr, weil dieses Spiel ist wahrscheinlich älter als ihr alt seid. Genau, das Spiel ist älter als ihr alt seid. Was, kennen Sie? Ah! Ja. Oder war das, Fee. Menschen, war das das mit, wo du das Benzin oder keine Kettensäge und das andere war das mit der Kettensäge, aber kein Benzin, ne? Wo bist du jetzt, Kettensäge, Benzin? Manic Mansion? Ja, wo ist ja. Okay. Ja, war's, ja. Ja, jetzt,
muss ich mal überlegen, was du da jetzt gemeint hast, aber ja. So, Das ist aber gemein, ne? Wenn Rather ein altes Spiel sagen darf, das er gut findet, dürfen wir das auch. Ja, dürfte ich auch gleich noch. Gut. Mann. So, als Point-and-Click-Adventure halt, ne? Und dann würde ich sagen, ich beantrage. Obwohl, hier kann ich ein Fenster reinmachen. Moment, da kommt ein Fenster. Ich beantrage ein Fenster und jetzt rede ich weiter über mein Lieblingsspiel. Und zwar den ersten Teil von Command & Conquer. Ganz. Ich glaube, gleich hörst du eine Maus fliegen. Warum? Weil da jemand sehr ragig auf dieses Spiel ist. Command & Conquer ist einfach nur. Command & Conquer, ja. Welchen Teil? Den ersten, den allerersten. Den allerersten? Der allererste. Ja, es wird dunkel. Mit dem ersten Mal Tiberium und hast du nicht gesehen? Oh. Ich bin ganz weit von dem Bett weg. Ja, ich mach hell. Hatte ich nicht mein Handy? Oh, da hab ich extra rausgerannt dafür. Ja. Ja. Und ein neueres Spiel habe ich gerade gar nicht, was ich gerne spiele. Okay. Kann man Pilze noch in dunklen Räumen züchten? Ja, ne? Ja. Ich hoffe doch. Ja. Auch in feuchten. Ja. Weil. Aber wenn man das dunkel macht, dann kommen da auch Creeper, kann das sein? Ja. Nee. Du, in dunklen Räumen kommen niemals irgendwelche Monster. So wie in Höhlen zum Beispiel oder in anderen Sachen. Weil, wenn der Rather jetzt nämlich Maniac Mansion gesagt hat, dann sag ich jetzt auch noch ein altes Spiel, das auch eins meiner Lieblingsspiele ist, Grim Fandango. Für all diejenigen, die es nicht kennen, das gibt es auch auf meinem Kanal zu sehen. Das ist episch. Das ist episch und es ist ein altes Point-and-Click-Adventure. War als erstes hatte es die Tastatursteuerung. Ihr spielt das nicht mit Maus, also lasst euch davon nicht abschrecken. Es wird auch 30.000 Mal abstürzen. Aber es macht einfach so verdammt viel Scheiß Spaß. Also kein Unterschied zu Minecraft. Genau. Ihr spielt einen Mann im Totenreich, der heißt Manny Calavera. Und der ist gestorben. Und stellt euch einfach vor, wenn ihr sterbt, dann kommt ihr nicht in den Himmel, sondern ihr, je nachdem, wie ihr euch verhalten habt im Leben, kommt ihr in eine Art Reisebüro. Und da sitzt dann Manny und verkauft euch Reisekarten oder eben Fahrkarten. Und wenn ihr ganz toll wart, sowas wie Mutter Teresa, dürft ihr mit dem goldenen Zug gleich in den Himmel fahren. Und wenn ihr nicht so gut wart, dann kriegt ihr vielleicht einen Krückstock, vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt ein Fahrrad. Naja, und Manny holt die halt immer ab. Und dann holt er eine Frau ab, die heißt Matche, und hat sich so toll im Leben verhalten, dass sie eigentlich gleich das super Goldticket kriegen müsste, aber Manny darf es ihr nicht verkaufen und deshalb muss Matche zu Fuß gehen. Und das regt ihn so auf, dass er hinterher geht und versucht, Matche zu retten. Und das spielt er dann. Und das ist echt toll und so witzig. Und also wenn ihr auf Riesenkatzen steht, die in ein Riesenkatzenklo kacken und sowas und tötende Pflanzen und ganz toll. Aus welchem Jahr ist das Spiel? So ungefähr? Oh fuck, das ist auch nicht weit entfernt von meinen Menschen. Oh, okay. Was auch noch vielleicht gut ist und so ein bisschen Disney erinnert, aber weitaus tödlicher. Nee, ganz schön älter. Weiß ich mehr. Ich wollte sagen, das ist Maniac, aber älter. Egal, ja, weiter. Wollt. Das ist, ich sag mal so, tödliches Disney wäre zum Beispiel die King's Quest-Reihe. Unglaublich tödlich, aber unglaublich schön. Habe ich als Kind oft gespielt. Und meine Liebe zu Zombies entfacht. Ich sag nur Uga Buga Land. Oh. Ja. Also ich finde ja immer noch die Winter- und Sommerolympiade. Oh ja. Und Schlager. Wer kennt sie nicht? Nein. Der C64 Commodore. Oh sorry, ich habe mich um 10 Jahre vertan. 1998. Ui. What the heck? Maniac, das ist ja schon voll Maniac alt. Maniac ist viel älter. Voll jung noch. Aber ein großartiges Spiel. Großartig. Dann ist auch das Alter egal. Hat jemand von euch mal mit einem Amiga gespielt früher? Bitte? Nein, ich habe... Ja. Ein Amiga ja, habe ich nicht, aber ich habe eine alte Atari 7800 von 1987. Und sie funktioniert noch mit dem Original Miss Pac-Man. Wow. Ja, geil. Ey, die ist toll. Ey, jetzt bräuchte ich so einen riesen Flachbildfernseher. Nein. Pac-Man drauf. Nein, das sieht ganz schlimm aus. Ich habe meine PlayStation 1 mal an meinen Fernseher angeschlossen. Oh, das geht gar nicht. Das sieht so eklig aus. Ich habe versucht, da drauf Diabolo zu spielen. Ich krieg Augenkrebs. Aber vielleicht geht das ja mit Miefs Amiga. War das Mief? Nein, war das Pirat? Ich hab's vergessen. Pirat. Ja, Pirat dann eben. Nee, Amiga ist schon eine coole Sache gewesen. Ich weiß noch, also Wings of Fury habe ich da zum Beispiel sehr, sehr gerne gespielt. Ich glaube, das kenne ich auch.
war so ein Ding. Auf, ich habe auf Mega. Ja. Bist du vom Flugzeugträger, glaube ich, mal mit so einem Flugzeug gestartet. In dieser schönen 2D-Ansicht. Oh. Und musstest denn die Japaner schlagen. Texas. Sowas. Es war so ein schönes Spiel gewesen. Aber es gab echt in der Zeit auch noch so andere Spiele, wo man nur am Diskettentauschen war. Ich weiß nicht, diese Zeit war so strittig. Civilization. Erstmal 16 Disketten laden oder so, bevor man überhaupt anfangen kann zu spielen. Oh. Richtig. Genau so sieht's aus. Bitte wechseln Sie Diskette 3560. Ja. Nein, Wahnsinn. Sie haben leider eine Diskette zu wenig eingegeben. Oder wenn eine Fehler ist. Vier Fehler. Stunden umsonst geladen. Schade. Ja. Nein. Und ja. Die Geräusche dazu, oder? In alten Zeiten. Ja. Heute kriegst du keinen Datenträger, wenn du ein Spiel kaufst. Stimmt. Nee, dann kriegst du einen Code zum Runterladen. Heute kannst du nur hoffen, dass du keine Drosselung hast. Und wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, ja, dann hast du Online-Inhalte dabei, wenn du Glück hast, ja. Und wenn du Glück hast, dann hat die DVD-Dings, in der du das kaufst, weil da ist ja keine CD drin, aber trotzdem eine DVD-Hülle, in der du das dann kaufst. Wenn du Glück hast, ja, dann ist da ein Inlay drin. Bedruckt oder so. Ja, ohne Witz. What the fuck? Was ist denn ein Inlay? Ein Inlay? Das kennt man doch ja nicht. Ich bin mir gerade an eine Stelle gesprungen, mal eben so aus meinem Haus raus. Und hier ist eine riesen Schlucht unter meinem Dings. Und ich bin genau in der Kurve und kann so nach links und nach rechts und oh, geil. Das erinnert mich an die epische Treppe. Oh, egal. Toll, jetzt ist wegen Java mein Grafikkartentreiber abgeschissen. Oh, ey, jetzt mach doch mal hier mit der scheiß 1.7er. Mach doch mal hier, mach doch mal. Wie macht man buntes Glas? Jetzt will ich buntes Glas sehen. Also du musst die Farbe, die du möchtest, in die Mitte und drumherum Glas. Ja, was? Das, what the was? Fuck? Was? Blöcke oder Scheiben? Blöcke. Hier hat den Erfolg, Inventar öffnen. Oh, yeah. Warum haben wir kein Glas in der großen Truhe, ihr hässlichen kleinen Kinder? Ich schmelze hier gerade in der Küche ein bisschen Glas. Ich schmelze bei mir auch gerade Glas. Also eigentlich schmelze ich Sand und es kommt Glas raus, aber... Ich esse jetzt Essen. Glückscheiße. Du isst jetzt Glas? Genau, ich esse jetzt Glas. Hier auf der Seite komme ich gar nicht mehr rein, ne? Ich habe eben unser Klo benutzt, das benutzen wir viel zu wenig. Ich vergesse es immer wieder, dass wir eins haben. Warte. B. Ich guck nur stimmt, rein. Ich stimmt, guck nur wir rein. Haben ein Klo. Ich muss auch gleich mal aufs Klo, glaube ich. Was? Ich brauche leider den großen Teil für die Fenster da oben in meinem Projekt. Okay. Habe ich denn hier einen Wassereimer? Habe ich Mann, Farbe dabei? Warte, hier, ich gebe dir ein bisschen Grün. Oh, ich krieg Grün. Ja, es ist ein Pilz gewachsen. Aua, meine Ohren. Ja! Au. Ich habe einen Pilz! Aua. Toll. Ganz wunderbar für dich. Ich bin so unglaublich stolz, nicht. Ordner. Oh, wie der Mief genauso Kürbisse bei sich züchtet wie ich bei mir. Gucken wir mal, ob wir jetzt Glas kriegen. Was? Ich geh jetzt bei Mief gucken. Ich züchte gar keine Kürbisse. Oh, ja, die wachsen da so. Glas! Was tut es? Es leuchtet grün. Oh, da schon Säulen gebaut. Geil. Hast du nicht hätte ganz viel Quarz in der Kiste getan unten bei uns? Ja, das habe ich auch schon rausgeholt. Wenn du was brauchst, musst du Bescheid sagen. Nee, ich hab da mehrere Sticks reingetan. Weil ich werd hier wohl einiges brauchen. Boys, guck mal! Was wird das? Oh, das ich weiß! Ja. Schön. Ganz ehrlich, ich wollte mal hinten meine Behausung auch als einen Tempel rausbauen, jetzt ist was anderes geworden. Guck mal, hier sieht man die Fenster bei mir. Kann man die Fenster sehen. Geil! Siehst du? Dieser Berg ist aber auch groß genug dafür. Grüne Fenster! Olle, olle! Bin mal gespannt, wie groß das dann im Endeffekt wird. It's green, bitch! Du machst das schon. Gibt's denn noch so viele Neuerungen mit der 1.7.2-Version? Also außer Glas. Ganz viele Biome, ganz viele Blumen. Willst du in der Brücke hinbauen? Neue Bäume. Ja, hier kommt noch eine Brücke hin. Neue Bäume. Darf ich die Brücke bauen? Ja, mach mal. Aber die wachsen alle bei uns nicht hier, ne? Nee. Ich brauche Holz. Oh, dann kann ich ja die eine Blume bei euren Gräbern mit einer weißen austauschen. Das ist ja toll. Es gibt neue Bäume? Ja, es gibt neue Bäume. Neue Bome? Bome! Neue Bome, ey! Bome! Ich kann gerade nicht, Mief. Ich hol anderes Holz. Ich suche andere Bäume oder hol anderes Holz. Ist bei euch die Optik auch so komisch? Weitwinkelig, Leute? Was? Ob bei euch die Optik genauso weitwinkelig ist wie bei mir? Ich habe voll das Weitwinkelobjekt. Wie als hätte ich ein Weitwinkelobjektiv. Da kannst du einstellen. Oh. Toll. Ach, ich muss auf der anderen Seite rein. Woher soll ich das denn wissen? Weißt du, wo? Auf der Seite, weißt du wo? Weißt du wo? Weißt du wo? Nein. Optionen, Grafikeinstellung. Toll, Grafikeinstellung, schön. Nicht da, meinte ich. Fertig, da Grafikeinstellungen. Nein, nicht Grafikeinstellungen.
meinte nur unter Optionen. Und dann hast du unter Super Secret Settings. Nein! Naja, nein! Genau. Nein! Was macht es denn? Lass es einfach. Es probier das aus. Außerhalb der Aufnahme aus. Was oder ist denn da passiert? Also wenn du jetzt da draufklickst, dann hast du nochmal zwei Folgen lang und dann kannst du das nächste Mal irgendein Achievement irgendwie hier hinkriegen. So, das dauert noch Ewigkeit. Ach, resettet das deine Achievements oder was? Nein! Tu es einfach nicht! Nein, ich hab's vorhin schon mal gedrückt, aber es hat nichts, ist nichts passiert. Na, dann kannst du nochmal draufdrücken. Komm, mach einfach. Deshalb kann es nein! Sein. Deshalb ach, kann komm, es auch sein, mach einfach! Viel Spaß. Ja, genau. Ärgert sie doch nicht. Würde so. Bitte jemand ärgert sie doch gar nicht. Du kriegst da Shader vorhin gezeigt, 20 verschiedene Stücke. Da musst du so. Dich alle durchklicken. Und jetzt mache ich es auch mal, damit meine Leute sehen, was ich hier mit meine. So, ich gehe jetzt mal auf diese Matrix. Und um zu sehen, welchen Shader der Pirat gerade drin hat, drückt er jetzt mal F3, dann seht ihr den nämlich. Boah, F3. Ich habe den Green. Ich kann ja auch mal machen, mal gucken, was ich mache jetzt auch mal. Sie sind jetzt das alle sieht hier. So krass aus. Wir machen jetzt Shader testen. So, also. Uah. Options Super Secret Settings. So.